ein Mann mit einer Frau, das heißt, die waren beide Studenten. Und diese Frau geht immer draußen und die Eltern, die denken, dass sie in die Uni geht. Aber sie geht bei diesem Freund. Hauptsache, dass die irgendwann, dieser Mann, dieser Student, der hat eine, sag mal, ein Zimmer. Und die Frau geht immer jeden Tag bei ihm. Aber die Familie, wie gesagt, also die denken, dass sie auch jeden Tag in die Uni geht. Irgendwann, der wollte was einkaufen, essen oder so, und hat ein Auto auch gehabt. Hat einen Unfall gemacht. Schau mal, subhanallah. Al-Batil dauert. Ja, Al-Batil dauert immer noch. Aber Al-Haq kommt immer. Egal wie lange dieser Batil dauert, Al-Haq kommt. Hat einen Unfall gemacht. Mit ihm ist gar nichts passiert. Aber Auto ist kaputt gegangen. Und dann die Polizei die haben mit ihm genommen im Revier. Und der sperrt immer diese Frau zu Hause. Die schließt immer ab, damit die nicht rausgeht. Schau mal, er hat immer, obwohl er nicht seine Frau ist, aber er hat diese Eifersucht. Ja? Sie darf nicht draußen gehen. Nein. Der Student ist bei Polizei. Und auf einmal, sie muss dort lang bleiben. Aber die Frau ist tot. Hat er ein anderer Student angerufen, hat ihm gesagt, ja, ich hab so und so, da musst du bei mir gehen und aufschließen. Da ist eine Frau von mir. Und der sagt immer, wenn er mit seinen Freunden ist, der sagt nicht, dass seine Frau ist. Der sagt nur, das ist meine Freundin. Okay, dieser Freund von ihm hat das Schlüssel abgeholt. Und da hat er richtig gefreut. Er hat gesagt, ja, ich mache auch. Also das ist eine Gelegenheit auch für mich. Ja? Solange er bei Polizei ist, ich kann auch mit dieser Frau alles machen, was ich will. Aufgeschlossen. Wer hat er gefunden? Seine Schwester. Wallahi akhira. Seine Schwester hat er gefunden. Was hat mit seiner Schwester gemacht? Er hat sie getötet. Wallahi akhira, er hat sie richtig gestochen mit Messer. Und der ist im Knast. Schau mal, wegen dieser schlechten Heirat, obwohl die Nini immer das Heirat ist, ist alles kaputt gegangen. Schau mal, der hat da schlechte Gedanken gehabt. Da hat er gesagt, Alhamdulillah, für mich ist auch eine richtige Gelegenheit, damit ich auch mit dieser Frau etwas mache. Aber als er die Tür aufgeschlossen hat, seine Schwester lag da. Deshalb, solche Arten von Heirat, die sind Muslime, ich habe dir gesagt, die sind Muslime. Und auch andere Geschichte, ein Mann hat geheiratet. Ja, hat er geheiratet. Und dann irgendwann, der wollte wieder zweite Frau heiraten. Aber da hat er Angst, dass er also nicht die erste Frau das will. Und da hat er geheiratet beim Verstecken. Und die erste Frau weiß nicht von dieser Geschichte. Und das hat richtig lang gedauert. Richtig lang gedauert. So 20 Jahre, der ist verheiratet mit der zweiten Frau, hat er auch Kinder mit dieser zweiten Frau gehabt, aber die erste Frau, die weiß nicht von dieser Geschichte. Und schau mal, Qaddar Allah, dass die beiden waren in der gleichen Uni. Von der ersten Frau hat ein Kind. Von der zweiten Frau hat eine Tochter. Und die haben in der Uni kennengelernt, Liebe gemacht, alles gemacht, alles was ihr denkt. Der macht mit seiner Schwester. Bis die schwanger geworden ist. Wallahi. Der Vater hat das erzählt. Hauptsache, dass danach, als die Frau schwanger geworden ist, sie hat ihm gesagt, okay, jetzt schreiben wir mindestens ein Blatt, dass wir verheiratet sind. Ja? Die haben geschrieben und dann auch, normalerweise hat die Frau, die weiß nicht genau seinen echten Namen.
Aber als sie das geschrieben haben, die haben gleiche Nachname. Und dann der Mann, der Held, hat er gesagt, Subhanallah, schau mal, wie leben ist richtig, damit auch Allah uns die gleiche Name gegeben hat. Subhanallah, schau mal, Al-Haram macht alles kaputt. Statt das ein bisschen zu überlegen, sagt man, nein, das ist von meiner Familie oder das, dann ist Subhanallah, schau mal, was Liebe macht. Allah hat für uns auch das geschrieben, dass wir auch gleichen Namen haben. Na, Subhanallah. Und dann, der hat ihm gesagt, da musst du zu uns kommen, damit du mich jetzt echt heiratest. Wenn mein Vater das kennt, der wird mich töten. Und jeden Tag sagt, okay, nächste Woche komme ich zu dir. Nächste Woche zu dir. Aber als er auch also ernst gemeint hat, gegangen, wer hat er gefunden? Sein Vater. Was hat er gemacht? Selbstmord, von siebten Stock gesprungen. Warum? Weil der hatte richtig gewusst, die ganze Zeit hat nur mit seiner Schwester gemacht. Und seine Schwester schwanger von ihm sogar auch. Aber wer war schuld am ersten? Der Vater war schuldig zuerst. Und der Vater, der ist auch geklemmt. Der ist auch verrückt geworden. Und die Schwester, die ist auch so im Koma und richtig geklemmt. Wegen dieser schlechten Heirat. Obwohl das kein Heirat ist. Deshalb muss man immer, wenn du etwas machen willst, dann mach genau, was Allah und Allah Azza wa Jal und Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gemacht und gesagt hat. Söhne, die haben, sag mal, Internet im Zimmer. Fernsehen sind auch im Zimmer. Warum kommen diese Sachen? Weil die ganze Nacht chattet mit jemandem. Sogar auch, wallahi, ich habe auch gehört, dass manche Schwestern, die chatten mit Niqab, mit anderen Brüdern. Das ist auch Zina. Dann am Anfang gesagt, inna al-yada la tazni wa zinaha al-batshu. Du schreibst A, B, C und trotzdem, das ist einfach Sinne, MSN. Wie können Frauen oder Schwestern, die mit Niqab haben, mit anderen Fremden, also Leute, chatten? Die sagen, ja, wir suchen Männer. Wie? Das ist keine Art, dass du einen guten Bruder also findest. Ja, das ist auch ein Grund. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة جهنم. Diese Kohle sind von Menschen und Steine, von Menschen und Steine.